Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Im letzten Part haben wir den bösen Geist vom Ring auseinandergepflückt. Mit drei schwarzen Magiern und einem herbeigerufenen Totenkopf oder auch Beauftragter der Dämonen genannt. Und jetzt gucken wir, wie wir gegen Panic abschneiden. Panic Angriff, okay, zeig mir, was du kannst. Als Thea, Tristan und Joey erwachten, dachten sie, Yugis Duell gegen Bakura war nur ein Traum. Ich habe geträumt, dass Bakura völlig am Spinnen war. Ich auch. Letztes Mal, dass ich mit Duellkarten unter meinem Kopfkissen schlafe. Gut geschlafen, Jungs? Ah, Bakura, tu mir nicht weh! Plötzlich hörte das Team ein Schrei aus dem Wald kommen. Das klang wie Mai! Das Team rannte durch den Wald auf eine Lichtung und sah einen sehr großen Duellanten. Mai besiegen. Bye bye, Vögelchen. Meine Harpien sind weg. Ich glaube, du meinst eliminiert. Genau wie du. Jetzt gib mir all deine Sternchips, du Loser. Mai, bist du in Ordnung? Gibt der Freak dir eine harte Zeit? Das ist richtig, genau wie Pegasus mich bezahlt, den ganzen Duelltreck auf den Inseln auszurotten und zu entsorgen. Macht das dich nicht zum Müllmann? Das ist kein Witz. Panic ist einer der Insel-Eliminators und wenn ihr hier nicht weggeht, wird er mit euch genau das gleiche machen, was er mir angetan hat. Schaut ihr Duellanten-Handschuhe an. Nicht ein Sternchip übrig. Du bist aus dem Turnier draußen, Mai? Ich bin. Es ging alles so schnell. Die Art und Weise, wie Panic sich duelliert, ich habe es einfach verloren. Ha, sie war eine meiner leichtesten Opfer bis jetzt. Panic schubste Mai auf den Boden. Du Widerling, es gibt keine Entschuldigung, ein Mädchen zu schubsen. Ich habe schon mit einer Menge von Tyrannen im Leben umgehen müssen und ich fürchte, es gibt nur einen Weg, mit ihnen umzugehen. Du musst ihnen gegenübertreten. Ich möchte sehen, wie du deine Einschüchterungstaktik gegen mich versuchst, Panic. Ich bin nicht einfach zu erschrecken, vor allem wenn ich für meine Freunde eintrete. Yugi, hä? Muss mein Glückstag sein. Pegasus hat ein großzügiges Kopfgeld für deinen Eliminator versprochen, der dich besiegt. Glaubst du, er würde etwas mehr Geld dazu werfen für eine Körperverletzung? Ich wette, als Sternchips, die ich habe, um Mais zu gewinnen. Das ist ein Deal. Wenn du gewinnst, werde ich dir alle ihre 8 Sternchips zurückgeben, da deine Wette für mich keinen Unterschied macht. Was meinst du? Was ich damit meine, kleiner Yugi, ist, wenn du dich gegen Panic duellierst, setzt du viel mehr ein, als nur deine magischen Sternchips. Ich kann die Angst wachsen in deinen Augen sehen. Ich glaube, du fängst an, in Panik zu geraten. Bist du fertig, Rauch zu blasen, Panic? Das letzte Mal, dass jemand den Mut hatte, so mit mir zu sprechen, machte ich ihm die Hölle heiß. Lass uns jetzt duellieren. Sorry, ich brach ihn in zwei, sorry, das stimmt nicht. Er hat den letzten Jahr verbrannt, aber ist ja okay. Ich erzähl's nur gerne, wie es in der Story war und nicht wie es sonst war. Zur Hölle. Ja, komm, fang an. Panic. Ja, wie kann es denn auch nicht anders sein, du feige Ratte? Bist sowieso wahrscheinlich der mit Schwert, also den magischen Schwertern antritt oder so? Das wäre jetzt ein schöner Auftakt gewesen. Ja, klar. Du kannst natürlich so antreten, ja. Dann beschwöre ich den im Verteidigungsmodus und beende meinen Zug. Ganz fett. Panic. Das ist doch der Chaos-Schutz. Ja, der heißt hier nur anders. Der kam mir vom Anime noch ziemlich bekannt vor. Naja, ihr kommt hier nicht durch, sorry. Allerdings kann ich jetzt was machen, was euch nicht gefallen wird. Ich beschwöre den hier im Angriffsmodus. Hi. Gut, ihr habt alle keine Death, also wirst du zuerst mal vernichtet. Hä? Wegen einem Monster? Ist klar.
Erzähl mir das nächste Mal noch ein bisschen von deinem Schaden, Junge. Ja, und dann kommt er noch mit sowas. Yugi, dein Deck ist für den Arsch. Merkst du das gerade? Wo sind deine Fall- und Zauberkarten hin, außer die eine da, die mir nichts nutzt? Die vorhin in deinem Deck waren. Ja, komm, ja. Immerhin. Ich habe von Lichtschwertern gefasst und jetzt ziehe ich sie selbst. Yeah. Dann... Ja, komm, ich will nicht viel Lebenspunkte verlieren. Yo. Hi, Mutter Grizzly. Hallo. Jetzt habe ich eine anständige Death. Jetzt kannst du von mir aus dann kommen in 3 Zügen. Na los. Was kommt bei dir aufstellt? Nicht König von Yami Makai. Nicht der. Er ist an sich scheiße, aber wenn man ihn richtig kombiniert, kann der ordentlich was austeilen. Ich muss meine Death stärken, auf jeden Fall. Nochmal. Hi. Oh. 2 mit 2000 Verteidigungspunkten. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Damit habe ich eben auch gerechnet. Ein Untoten-Deck ist ziemlich geil. Spiele ich auch gerne. Allerdings. Yo, yo! Yo, meine Friend! Ich bin deiner Meinung, mein Friend! Schnappstrahl! Oh yeah! Hi! Was soll ich? Ja, komm, dich haben wir hier weg. Dann. Hi! So reißt man eine Lücke in die Death. Und zwar eine hässliche Lücke. Und somit ist er gezwungen, den Verteidigungsmodus zu gehen. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh ja, das war eine geile Strategie, die ich da verfolgt habe. Und hat's voll gebracht, Leute. So, als nächstes zerstöre ich mit dem hier den. Und dann den letzten mit dem Silberfang. Oh yeah, und somit ist sein Feld wieder leer. Hi. Und jetzt? Von mir aus. Kuribo. Dann muss ich nicht unnötig Lebenspunkte opfern. So. Fluch des Drachen und Hüter der Festung. Ich beschwöre ihn einfach mal aufs Feld und greife mit meinem wilden Kaiser an. Hau ihm nochmal 200 Lebenspunkte obendrauf und 2000 direkt in seine Fresse. Also da bin ich jetzt schon froh, dass das so glimpflich läuft, weil in meinem Run, als ich den alleine besiegen musste, musste ich schon mal dreimal nur mit Yugi's Deck antreten, hab dreimal verloren, dann habe ich mein eigenes Deck nehmen müssen. Und hier läuft es so easy. Ja. Dazu sage ich eigentlich nichts mehr. Den Angriffsmodus aktivieren. Horn des Einhorns. So. Greif einmal mit dir an. Wunderbar. So. Weil das war's jetzt mit deinen Lebenspunkten. Wie war das? Kann ich das immer einmal pro Spiel? Kannst du ein Monster als Tribut anbieten für Gegner? Nope. Dann lasse ich das noch. Lasse ich das noch. Kommt aber im nächsten Zug schon wahrscheinlich. Weil ich brauche mindestens. Ja, genau sowas. Aber zuerst greife ich nochmal an. Und zerstöre es. Ding einfach auf normale Art und Weise. Wie bitte?
Weißt du was? Hier aktivieren, zerstöre ihn. So, komm jetzt, greif mich an. Ja, genau, jetzt verlierst du nochmal 500 Lebenspunkte obendrauf. Was machst du jetzt? Das heißt, mein König von Yamimakai besiegst du mich jetzt nicht mehr. Ich verliere zwar auch Lebenspunkte, aber hey, ich aktiviere jetzt noch den hier, ohne dich anzugreifen. Tschüss. Wunderbar. Niemand besiegt Panic, niemand! Yugi, du warst unglaublich. Dein Millenniumspuzzle hat mehr Macht, als wir dachten. Yugi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier, diese Sternchips gehören dir. Nimm sie. Es tut mir leid, aber ich kann sie nicht akzeptieren. Ich kämpfe meine eigenen Schlachten. Mai, Yugi riskierte sein Leben in diesem Duell für dich. Ich weiß, aber es hat keinen Sinn zu streiten. Sie ist viel zu dickköpfig, aber wenn sie lieber von der Insel weggebracht wird, ich nehme sie gerne. Glaubst du, es ist lustig, dass ich alle meine Sternchips verloren habe, Joey Wheeler? Ich dachte, du willst sie nicht, Mai. Gib sie zurück. Natürlich kannst du sie haben. Sie sind deine. Wirklich, Joey? Hast du nichts von diesem Duell gelernt? Du kannst nicht immer deine Abwehr halten. Weil sie wird nur zwischen dir und den anderen Menschen kommen, die versuchen, deine Freunde zu sein. So kannst du nicht dein Schild unten lassen, nur dieses eine Mal. So in etwa war es auch im Anime. Echt geil. Das haben wir sie wieder echt geil hingekriegt. Cool. Jetzt kommt die nächste Arena. Allerdings brauche ich zuerst, würde ich jetzt noch kurz Panic zeigen. Allerdings eher gegen Yugi. Und das mit Dark El Drago. Vielleicht werdet ihr die Schrecken dieses Decks gleich zu Gesicht bekommen. Es hat seinen besonderen Grund, warum das Deck so gefürchtet ist. Ich beschwöre den im Angriffsmodus und ende meinen Zug. Weil ich es einfach kann. Keine verdeckten Karten, okay. Dann beschwöre ich den hier. Gut. Mutter Grizzly. Ich hoffe, du setzt jetzt einfach nichts ein. Ansonsten habe ich ziemlich verschissen. Kein Beauftragten, bitte. Gut. Akzeptiere ich. So. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet, aber ich werde zuerst mal Topf der Gier aktivieren. Ja, gut. Nein, muss ich nicht. Hab jetzt Flederwisch. Polymerisation, okay. Ich beschwöre den hier, meinen Horus. Jetzt kannst du sowieso bald deine gesamten Zauberkarten in die Tonne treten. Ah, gut, gut, gut. Dann nehme ich den Weißen aufs Feld, also auf die Hand. Dann greife ich mal eben dein Ding an hier. Wende meinen Zug. Und kriege einen Horus-Schwarzflammen-Drache Level 8. So einfach bringt man den aufs Spielfeld. Übrigens, nur so nebenbei. Also, geht es weiter. Na komm. Willst du mir nicht irgendwas sagen oder machen? Jetzt müsst ihr noch kurz angucken, denn wir haben fast beendet. Ich aktiviere jetzt nur diese Karte hier. Hier. Setze Monster-Reanimation ein. Und hallo Drache. Mit eiskaltem Blick. Naja, aber ich würde sagen, ich mache dieses Duell selbst fertig. Ihr seht schon, wie obvious dieses Deck ist. Wir werden es ein andermal noch richtig anschauen. Wenn es denn wieder heißt Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Mit dem weißen Drachen bin ich es hier. Tüdelü!